Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Herr der Ringe Online. Wie ihr seht, ich habe mich in der Zwischenzeit wieder hoch zum Hengstecker Hof begeben, nachdem wir uns nach der letzten Aufnahme nach Bree geportet haben. Das ging durch die Reiterroute hier hoch relativ zügig. Es ist ein neuer Tag. Wie ihr seht, haben wir ein neues Limbenes Hobbit geschenkt, das wir natürlich gleich mal öffnen werden. Und wir bekommen 50 Zeichen. Damit können wir noch was anfangen. Gut. Wir geben jetzt hier oben erstmal unsere regulären Quests ab, die wir gestern gemacht haben. Was kann ich für euch tun? Die Schildkrötensuppe können wir abgeben. Und sie teilt natürlich auch mit uns. Dann haben wir bei dem kleinen Hobbit hier die Aufgabe du meine Güte. Durch Axt und Feuer. Da suchen wir uns das Teuerste aus. Das war's dann soweit hier oben. Mal eben kurz noch reingucken, was wir haben. Wir müssen noch die Grenzkontrolle abschließen. Und ja, dann sind wir im Breeland soweit durch. Und dann werde ich mit euch hier so eine kleine Extra-Runde drehen. Und euch mal einige der Buch der Taten zu entdeckten Orte zeigen. Wir sind ja jetzt beritten, das heißt, wir können ganz gemütlich durch Bree durchreiten und dort dann anfangen, ein paar Sachen einzusammeln. Wenn das soweit stimmt, womit ich hoffe, dass es soweit stimmt. Sprich, wenn wir mit den, sag eben schnell, mit den Aufgaben hier durch sind. Weil dann würde es nämlich regulär nach zur verlassenen Herberge gehen. Und wir reiten am Questgeber vorbei. Was benötigt ihr? Das wären die Grenzkontrollen. Dürfte ich euch einen Und wir Moment müssen wir mit Zeit Saradan stehen? Sprechen, unserem höchsten Waldläufer im Breeland. Und natürlich nehmen wir die Urne mit. Die sich leider hinten versteckt. Aua, scheiß Sau. Oh, ja, und vom Pferd geholt. Ach, diese scheiß Mistviecher. Dann sprechen wir mit Saradan oder Saradan und dann reiten wir, glaube ich, eher zur Wetterspitze. Da wollen wir mal eben gleich gucken, wo er uns hinschickt, weil seine Reiterroute wäre natürlich kürzer. Hilfe für den Orden. Da müssen wir mit Kandahit sprechen. Er hat halt eine Reiterroute dahin. Mal eben kurz schauen. Seid gegrüßt. Der Fall der Nordhöhen. Wie kann ich zu Diensten sein? Also, ich würde sagen, wir können zwar hochreiten. Ah, wir reiten einfach hoch. Wenn wir schon diese Reiseroute zur Verfügung stehen. Das ist eine automatische und sie wird uns direkt zu Kandarats Lager führen. Hier an den Festfeldern vorbei. Hier an der Reiseroute bzw. am Reitstall an der Wettbahn für die Feste. Dann gucke ich mal eben ganz kurz, was wir noch offen haben. Weil im Breeland sind wir ja leider noch nicht fertig. Wir müssen noch beispielsweise einmal hoch in die Hügelgräberhöhen, um den Knochenmann abgeben. Dann haben wir noch die täglichen oder die wiederholbaren Jagdaufgaben, wo wir Hügelgrabschätze für kriegen können. Dann die Gegner, die wir besiegen können.
Die Einleitung, Ziel einsame Lande. Dann müssen wir nochmal zur einsamen Herberge. Wir sind Stufe 23, das passt also. Dann könnten wir angehen fürs große Hügelgrab suchen. Ich werde das wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme mal in Angriff nehmen. Eine Gruppe fürs Hügelgrab. Versuchen auf unserem Level. Dann haben wir noch Scharmützel. Das muss ich auch noch mit euch besprechen. Beziehungsweise einleiten. Das könnten wir auch in der nächsten Folge machen. Wenn wir im Bree sind. Dann hole ich uns erstmal die Reiseroute an der verlassenen Herberge und Co. Beziehungsweise, wenn ich Glück habe, reiten wir an den Wetterbergen vorbei, hier oben im Mückenwasserpass. Und da will ich sowieso hin. Da kann ich ja die Reiseroute dann abbrechen. Weil da sind nochmal spezielle Jagdaufgaben, die auch nicht jeder kennt. Die Jagdaufgaben am See werde ich, wie gesagt, wie ich schon gestern gesagt habe, nicht nochmal machen. Aufgrund von Bequemlichkeit. Weil es mir persönlich einfach zu anstrengend ist, Tiere zu jagen, die ich nicht fürs Buch der Taten brauche. Außerdem ist das natürlich auch eure Zeit. Wie ihr seht, wir haben im Buch der Taten schon einiges erreicht. Mit Meister des Stabs müssten wir fast durch sein. Das ist hier der weitere Chatwald. Eigentlich auch ein sehr schönes Gebiet. Hinter dem Hügel ist dann beispielsweise das Startgebiet der Menschen. Ist relativ lustig gelöst. Hier oben sind die Mobs Stufe 18, da hinten Stufe 1. Und das ist bei mir, meine persönliche Meinung, auch eine sehr schöne Gegend, vor allem hier mit diesem schönen See. Ich finde das schade, dass solche kleinen Sehenswürdigkeiten relativ weit abseits immer liegen. Und von den meisten Spielern ehrlich gesagt eher nicht, sag eben schnell, gewürdigt werden. Wenn ihr jetzt hier die Strecke gleich manuell zu Fuß weiterreiten würdet, in diesen Ruinen leben beispielsweise Mobs der Stufe 50. Hier ist noch ein Level 17er. Und jetzt geht's dann los mit Totenkopf-Mobs, die wir umreiten. Da, Stufe 55. Die würden wir auch nicht besiegen können. Aber dadurch, dass wir hier durchreiten mit dem Pferd, haben wir eine Immunität. Also wenn wir jetzt absteigen würden, wir wären sowas von tot. Aber so können wir dann hier in Gemütlichkeit durchreiten. Ich weiß auch nicht, warum hier diese 55er Mobs sind. Zwischen den 18ern. Ich weiß, dass die für eine Jagdaufgabe mitgehören, die ihr hier oben mit annehmen könnt. Aber wofür, kann ich euch nicht sagen. Vor allem zwischenzeitlich sind ja auch noch trotzdem weiter Mobs der Stufe 19. Aber dann, ja, Pop, Stufe 50 oder 55. Das ist, finde ich, nicht unbedingt questfreundlich für kleine Charaktere. So, hier werde ich jetzt mal absteigen. Weil das sind auch nochmal ordentliche Jagdaufgaben. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Beziehungsweise auch reguläre Aufgaben. Bleibt einen Moment. Und wenn wir im Level höher sind, haben die Damen dann auch Jagdaufgaben für die Orks da hinten. Derzeit haben wir jetzt ein paar Aufgaben bekommen für die Wölfe, die sich hier im Pass aufhalten. Ich beschwöre eben schnell wieder meinen Sumpfwächter. Und dann können wir uns eben durchkämpfen. Wenn wir dem Pass jetzt weiter folgen, was wir auch tun werden, kommen wir auch noch zu einem Orklager, wo wir hin müssen. Also wir können uns die Strecke vorankämpfen und dann wieder zurück.
aber wir wollen mal kurz abwarten. Diese Quests kennen, wie gesagt, auch nicht jeder. Weil sie sind sehr abseits und wenn man nicht unbedingt die Reiterroute wählt oder sich hierher verirrt, dann macht man diese Quest nicht. Man könnte Gemeinheit teilweise auch schon sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mit den Questgebern, weil diese werden echt so selten besucht. Aber wie ihr seht, Fleisch und Wolfsfälle haben wir schon fast. Und das mit dem ersten Durchgang. Oh, er hat widerstanden. So, die Wolfsfälle sind soweit fertig. Und wir müssen jetzt hier vorne weiter. Oh, gleich drei Viecher. Na, dann wollen wir mal. Damit wir nicht gleich alle an der Hacke. Oh, vier Stück. Ihr übertreibt es leicht. Na, das war der falsche Zauber. Was war das dann? Und ja, wie ihr gesehen habt, vier Gegner, kein Problem. Wir hätten auch noch den fünften nehmen können. Und das ohne Hilfe von Blue. Das ist hier ein regulärer Pass. Der wird auch eigentlich relativ selten besucht. Wenn man nicht zufälligerweise hier halt durchreitet. Aber ansonsten echt selten. Wir kämpfen uns jetzt in dieser Hinsicht einfach mal durch und zurück werden wir wahrscheinlich einfach durchreiten. Und es geht los, hier sind die ersten Orks der Weißen Lande. Also hier treiben die sich leider auch rum. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich 20.000 Ruf bekommen. Wir haben nämlich eine neue Fraktionszugehörigkeit entdeckt. Nämlich die Einsamen Lande haben ihre eigene Fraktion. Ich zeig sie euch mal, neue Tat verliehen. Nämlich die Eklein. Die Eklein halten sich, ihr Hauptlager ist hier in der Feste Gurut. Dort ist auch ein spezieller Händler für Rufgegenstände, weil mit jedem Beruf könnt ihr bei denen dort Handwerks-Items herstellen, die ihr dann gegen Ruf eintauschen könnt. Und sie haben natürlich für das passende Level auch einen angenehmen, sehr gute Gegenstände. Ich glaube, es ist jemand gerade im Lager. Die Wetterberge, wie ihr seht, es sind einige hier. Ein Kundiger, ein Jäger und ein Jäger. Weil normalerweise... Ah, wollte ich gerade sagen, normalerweise sind hier nämlich doch ein paar Orks da. Murat da. Wundert mich, dass sie mir jetzt gerade nicht angezeigt werden. Wie ihr seht, ich kriege mit jeder Tötung 8 Rufpunkte. Aber so wie es ausschaut, muss ich sowieso nochmal hier rein. Die Kisten sind nämlich, glaube ich, Bergegut. Ich laufe jetzt einfach mal hoch. Wenn mir hier schon jemand den Weg frei macht, da sage ich nicht nein zu. Und ich muss dann, wenn ich unten angekommen bin, mal den Wegpunkt ändern oder mir im Shop einen zweiten Ruhestein holen. Die müssten, glaube ich, auch gerade im Angebot sein. Ja, ich muss jetzt nur noch den Bogen besorgen. Der Bogen liegt entweder hier auf dem Tisch rum oder wird von einem speziellen Mob verteidigt. Ich glaube, das ist der letztere. Und ich glaube, wir müssen auf den Respawn des Mobs warten. Also war doch gerade jemand hier, der sich hier durchgekämpft hat. Wie ihr seht, da vorne auf dem Radar bewegt sich schon wieder was. Der Respawn hier oben ist eigentlich relativ zügig. Mal kurz gucken.
Ja, da unten ist ein Soldat. Aber wir brauchen jetzt, wie gesagt, den Mob, der hier oben spawnt für die Aufgabe. Die zählen auch schon zu den einsamen Landen, diese drei Quests. Geben aber noch Ruf bei den bei Bremen. Sehe ich das richtig oder besiegt Orks? Ja, ich glaube, der müsste hier oben sein. Ich guck mal eben ganz kurz. Ja, wir befinden uns hier richtig. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle. Versuche jetzt einfach mal mein Glück. Ach, sieh an. Der Fernkämpfer könnte den Bogen haben. Ja, und da war der Bogen. Ich entschuldige mich, ich habe mal wieder Blödsinn erzählt. Und dann sitzen wir auf und reiten mal so schnell wie möglich hier raus. Geben dann die Wolfsquests ab und reiten dann weiter zur Wetterspitze. Ah, kleiner Bruch von 18 Sekunden, damit kann man leben. Ist ja nicht so, dass das ganze Lager hinter uns her ist. Ja, dann können wir hier drüber abkürzen. Den Ork ignorieren wir mal. Die Wölfe auch, wir haben sie alle voll. Na, da hoch können wir leider nicht. Aber wir kürzen einfach mal hier an der Seite ab. Oder können wir hier hoch? Hm, wir können hier hoch. Ich bin ja begeistert. Aber leider haben wir keine Urne hier. Wäre zu schön gewesen. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ich brauche jetzt nur noch den Experten weiter voll. Na, ignoriere ich. Ignoriere ihn, ignorieren. Mein Mount hat genug HP. Und ich bin am Überlegen, ob ich mich auf dem Weg zum nach sag eben schnell nach. Ach, wo komme ich denn nochmal her? Eridluin? Nein, ich komme Bruchtal, weil im Bruchtal befindet sich nämlich meine Gilde. Für mein Handwerk. So, jetzt sind wir wieder bei den Questgebern. Hier wird auch gleich noch ein ordentlicher schöner Screenshot von gemacht. Na, kommt mal her. Einmal wieder ein Screenshot, ihr kennt das ja. Und dann können wir jetzt erstmal die einzelnen Aufgaben abgeben. Fleisch zum Essen. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Dann gibt es eine Nachfolgeaufgabe. Dann haben wir hier einmal, wir wollen unsere Waffen zurück. Gab auch wieder 500 Ruf bei den Menschen von Bree. Und die letzte Aufgabe, Pelze für den Handel. Was kann ich für euch tun? Und er schickt uns weiter nach... Kennt ihr Kandis? Leider muss ich von hier aus mit dem Mount weiterreiten. Na? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja gut, er hat ein gutes Warensortiment, wie ihr seht. Also ist ein allgemeiner Händler. Und wir reiten dann von hier aus eben weiter zum Kandits Lager. Vor allem bevor uns die Mobs da hinten entdecken. 8000 ist schon ein bisschen viel und wir halten leider nicht so viel aus, wie wir sollten. Und ich sehe gerade, ich habe immer noch die EP-Sperre drin. Na, es macht nichts. So, Kandits Lager ist auch gleich hier um die Ecke.
Dafür müssen wir jetzt einmal dem Mückenwasserfluss weiter folgen. So, jetzt sind wir wieder in den einsamen Landen. Jetzt werden die vier Wölfe unter Umständen zu Problemen. Ich versuche einfach an denen vorbeizureiten, ohne dass ich kruziere oder dass ich mir was breche. Es sind sogar 5 Wölfe, also mit 5 könnte ich wirklich ernsthafte Schwierigkeiten kriegen. Dann durch diese schöne Ruine namens Gondrim. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ruine zu sehen war im Film. Ich glaube aber eher nicht. Und dann nähern wir uns mit großen Schritten der Wetterspitze. Hier sind ein paar wilde Keiler, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Dann kommen wir jetzt auf die Straße, die am Wetterberg vorbeiführt. Hier sitzen leider überall so ein paar kleine hässliche Orks rum. Aber dafür ist hier vorne auch schon Kandids Lager. Gemütlich gelegen in einer kleinen Senke. Und dann können wir mal mit ihm sprechen. Wie ihr seht, ihr habt hier schon einige an Aufgaben. Wie kann ich zu Diensten sein? Als erstes beenden wir natürlich Vorwort Hilfe für den Orden. Wie kann ich zu Diensten sein? Jetzt müssen wir für ihn ein paar Ork-, Nah- und Fernkämpfer besiegen. Dann haben wir Seid noch, gegrüßt. Kennt ihr Kandids? Und kreisen Augen des Feindes. Dafür müssen wir, glaube ich, Krebans besiegen. Also die Spione von Saruman. Ich guck mal kurz auf meinen Timer. Gut, der Timer sagt, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende einer Folge. Und ich würde sagen, es wird sich anbieten, wenn wir an der Stelle jetzt schon mal ein bisschen pünktlicher cutten. Weil von hier aus ist es zur Herberge schon ein bisschen weiter. Er bietet uns zwar... Was kann ich für euch tun? Ich sehe an, das ist sogar neu. Die Reiseroute war früher mal frei. Jetzt muss ich sogar erst im Buch weiterkommen. Ja, dann würde ich sagen, bietet sich die Stelle jetzt hier sogar mal an zum Cutten. Ich werde nochmal rausfinden, ab wann ich in der Gilde beitreten kann. Ja, wie ihr hier seht, die 4 Quests, die wir gemacht haben, oben, die zählten sogar für die einsamen Lande. Die geben dann auch Eklanruf. Und ja. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal, von euch verabschieden sich wie immer Gandalf. Entschuldigt bitte, Gildalis. Unser Sumpfwächter, der immer noch keinen Namen hat. Schreibt es in die Kommentare, wie er heißen soll. Und ja, am Mikro war wie immer euer Schattenwolf. Wir verabschieden uns von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.